Für mich reicht das nie. Immer mehr, immer mehr. Ich sag ja immer, in der Regel sage ich immer, nimm wenig Gewicht, pass auf die Gesundheit auf, aber mir kann nichts passieren. Ich bin ja Polizist. Abgesichert, ausgebildet. 300 Kilo Bankdrücken, so sieht's aus. Das Schlimmste ist ja immer, wenn du die Gewichte suchst, aber weiß keiner benutzt sie, weil die alle keine Kraft haben. Easy! Gewicht ist wie Frauen, da kann ich nicht genug von kriegen. So, hier haben wir noch die Angelika und die Sabrina. Die freuen sich ja alle, aufgespießt zu werden, ne? So, jetzt aber Fokus aufs Training. Moment, ich brauche noch Hand. Ganz wichtig immer bei der ganzen Geschichte, die Hygiene, liebe Sportsfreunde. Achtet immer darauf. Also nicht nur bei den Frauen meine ich jetzt. Hygiene immer ganz wichtig. Ganz wichtig, die Hygiene. Handtuch drum. One Max Rep heißt das auf Englisch. Auf Deutsch heißt das so viel wie, heute jucken wir mal richtig weg, was geht. Prozent Fokus, richtig wegklatschen. Was ist das denn? Wie soll ich mich noch konzentrieren? Scheiße! Ja, Breckingball hier! Geh mal runter, noch Breckingball! Was soll das denn hier, Mann, ey? Bist du die ganze Zeit am Singen? Bist du aber Marlene? Marlene Dietrich, mit der bist du aber nicht verwandt. Singen ist nicht das, hab ich schon gemerkt. Sag mal, willst du mal vielleicht mal ein bisschen hier gehorsam sein mit dem Zeilen? Das scheiße ja wieder, mach mal jetzt mal kaputt, ey. Mann, mach ich ja mal kriegen. Mann, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Komm, ey, Junge! Ja, Marlene. Ja, dein Handy ist kaputt, ne? Da geht nichts mehr mit. Ich nehme mal den Nutzer. Nee, aber das ist ja wirklich so mit dem Handy so. Also klar, wir so nutzen das oft für Instagram, ist ja auch mal in Ordnung. Aber während der Ausführungen so, hat das echt nichts, hat da nichts zu suchen. Also du hast jetzt keins mehr, deswegen können wir uns jetzt auf die Klimmzüge konzentrieren. Das ist ganz gut. Und ja, du bist ja ein bisschen rumgehampelt, das sieht man immer wieder. Das sind ja so die Klassiker, ich kann es mal teilen. Mit dem hier so, so hochschwingen oder diese Halbglieder oder Teilglieder hochlaufen so, ne? Oder dann auch mal dieses... Das sehe ich auch immer wieder, sowas. Und das ist natürlich Quatsch. Marlene, ich bitte dich einmal, das einmal zu probieren. Eine Wiederholung. Ja. Versuch's einfach mal, gib alles. Gib alles. Da haben wir nämlich ein, sag ich mal, typisches Problem, dass gerade Klimmzüge sind für Frauen recht schwierig, weil sie natürlich nicht die fetten Schultern haben, nicht die fetten Arme. Wollen die meisten Frauen auch verständlicherweise nicht. Deswegen probier es einmal, ob du es krafttechnisch hinkriegen würdest. Aber schwer, ne? Deswegen, ich würde sagen, wir gehen mal einmal auf diese Ausführungen so ein bisschen ein. Ich habe es ja gerade schon mal falsch gemacht. Für Marlene ist es auch relativ schwierig. Und dementsprechend, ne, entweder ihr könnt dran springen. Wenn ihr euch da ein bisschen unsicher seid, könnt ihr auch ein kleines Türmchen bauen. Finde ich aber meistens nicht so geil. Ich denke immer, wenn man Klimmzüge hinkriegt oder schaffen will, sollte man auch irgendwie so diese paar Zentimeter da oben dran kommen. So, ne? Also zumindest, wenn man so klein ist wie ich. Ansonsten kann man sich auch einfach so dran stellen. Und bei den Klimmzügen, was wollen wir trainieren? Grundlegend hinten so ein bisschen Rhomboideen, Trapez ein bisschen leicht, aber vor allem natürlich auch den Latissimus, ein bisschen die Arme spielen mit. Es gibt verschiedene Griffpositionen. Die einfachste eigentlich in der Regel ist die Supination, also sprich die Handflächen zu uns, dass wir so greifen. Und jetzt können wir natürlich schön die Oberarme mitnehmen und mit dem Bizeps ein bisschen arbeiten. Ne? Arme schön strecken. Einfachste Variation, vielleicht auch für Einsteiger erstmal wirklich mit der Handfläche zu uns, ein bisschen den Arm mithelfen lassen. Dann ist vor allem wichtig, wenn wir so hochgehen, ich hatte ja gerade das hier gezeigt, wichtig ist, dass wir uns festmachen, ja? Arschbacken anspannen, die Beine so ein bisschen nach vorne nehmen, das heißt wirklich ein bisschen den Unterkörper auch anspannen, dass wirklich auch nur am Ende der Oberkörper, der Rücken, die Arme arbeiten und nicht irgendwie der Schwung aus den Beinen oder aus der Wirbelsäule kommt. Dann ist ganz wichtig, Brust raus, Schulterblätter ein bisschen nach hinten, Brust raus und auch hier wieder so ein bisschen diese Internal Rotation in dem Fall, dass wir ein bisschen hier die Ellenbogen rannehmen zum Körper, damit wir auch ein bisschen den Latissimus wirklich treffen. Ja? Der Latissimus, der arbeitet in der Retroversion, also sprich im Vorbeizug am Körper. Das ist so die Arbeitsweise vom Latissimus und auch beim Klimmzug können wir halt einfach gucken, dass wir die Arme, die Ellenbogen ein bisschen nach innen rotieren, dass wir uns ein bisschen zum Körper ziehen. Bestenfalls, wenn ihr sehr, sehr gut seid, bis zum Brustbein.
Allerdings sollte es, ja, versucht es bis zum Kinn zumindest. Ich mache das mal vor. Ihr seid schön fest. Ja, ich kann noch ein bisschen die Zehenspitze ein bisschen anspannen. Ich kriege das dann mal besser hin, dass meine Arschbacken fest sind, dass der Unterkörper nicht schaukelt. Jetzt nehme ich die Ellenbogen ein bisschen rein. Zieh mich ran. Und geh langsam wieder runter. Und auch nach unten die Arme komplett strecken, die volle Range. Die Schultern leicht auslocken, ja, aber unter Spannung. Ihr solltet hier nicht wie so ein Schlaffi hängen und dann Schulterprobleme bekommen, sondern hier wirklich die Schultern auslocken kurz, aber die Spannung beibehalten, schön hochgehen, ranziehen, volle Range nutzen und wieder raus. Wieder heran und wieder raus. Wie gesagt, Schwung hat hier gar nichts zu suchen. Ja? Ellbogen rein, festmachen, bisschen ranziehen. Und das sind eigentlich so die Basics, die ihr wissen müsst. Das ist eigentlich die Grundlage, ja? Ein bisschen die Schultern noch auslocken, dass wir die volle Range mitnehmen. Falsch wäre jetzt der hier. Das sieht man auch manchmal. Ja, da kriegt ihr überhaupt gar keine Dehnung in den Latissimus rein. Durch diesen kleinen Schulterlockout wird er auch schön mitgedehnt. Das heißt, der Latissimus hat zwei Arbeitsweisen in dem Sinne jetzt bei der Übung. Einmal das Hochziehen, ja, die konzentrische Bewegung, die exzentrische, dass er nochmal schön lang gedehnt wird. Und dann haben wir einfach eine höhere Range, eine höhere Spannung. Und dementsprechend können wir den Rücken auch viel besser trainieren, als wenn wir uns irgendwie nur kurz hochziehen. Ne? So wie dazu, jetzt auf den Ursprung zurückzukommen, Marlene. Es ist natürlich jetzt schwierig für dich. Und jetzt haben wir uns ein bisschen überlegt, wie kann man als Einsteiger oder als jetzt auch für Frauen das ein bisschen einfacher machen, um wirklich mehr Wiederholung zu schaffen und eine vernünftige Ausführung. In meinen Augen gibt es drei gute Möglichkeiten, die ich mitgebracht habe. Und die allererste, die machen wir mit so einem Gummiband, wenn ihr sowas habt. Das testen wir, ob wir es hinbekommen, weil dieses Band, dieses Widerstandsband, kann jetzt Marlene ein bisschen unterstützen, indem sie einfach da auch den Schwung mitnehmen. Versuch jetzt mal, dass du da reinkommst. Wir bauen das mal auf. So ein Gummiband könnt ihr bei Amazon bestellen oder sonst wo. Wichtig, dass es stabil genug ist. Das ist ein breites Band, das ist kein einfaches Terraband. Am besten steigt man hier drauf. Und ihr seht das schon, dass ihr mit dieser Unterstützung des Bandes das eigentlich ganz gut hinkriegt. Halt mal bei mir fest. Es ist verdreht, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das schaffen wir alles. Du kannst ein Knie rein oder Bein. Zack. Genau. Hast du alles? Mein Finger noch raus. Genau, jetzt die Arme schön strecken, halte ich ruhig hier fest. Und jetzt ziehst du dich schön hoch. Genau, langsam runter. Und tada, auf einmal ist es gar nicht mehr so schwer, ja? Aber die Bewegung ist die gleiche. Das heißt, mit der Unterstützung kommst du in die Bewegung, kann die Muskulatur, die beansprucht wird, trainieren, auch mit dem eigenen Körpergewicht. Und du kannst schon locker 10 Wiederholungen so machen, ne? Das kriegst du hin. Das ist die eine Variation, einfach mit dem Gummiband unterstützend das zu probieren. Ich helfe dir mal wieder raus. So ein Ding kriegst du für wenige Euro und dann könnt ihr die Klimmzüge trainieren. Zack. Das ist Variation A, Gummiband. Und wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch mal einfach mit einer Negativbewegung, einer Teilbewegung oder Teilwiederholung das Ganze ausprobieren. Ich bitte dich nur einmal nach oben zu gehen. Zieh dich einfach mal ran, indem du mit Hilfe einfach dich oben dranhängst. Und jetzt, wenn du oben in der Spannung bist, versuch mal dich hochzuziehen. Wenn du oben bist, gehst du langsam einfach nur in die exzentrische Negativ runter, bis die Arme unter Kontrolle, unter Spannung gestreckt sind. Schön langsam runter, zack. Genau, und jetzt ziehst du mal ruhig nochmal ein darfst du nochmal, ein bisschen langsamer runter. Du musst jetzt sozusagen das Heruntergehen genießen. Ja? Zieh dich nochmal hoch, bleib einfach oben. Und dann gehst du so langsam wie möglich in Zeitlupe runter, streckst die Arme und hast du volle Kontrolle über den Rücken. Okay? Du bleibst oben. Ganz langsam runter. Langsamer. Aber ist auch schwer. Das hat sich erst. Versuch mal einen. Komm, einen schaffst du noch. Wenn man dann mehrere Teil- oder Negativbewegungen macht, dann ist die Muskulatur dadurch natürlich auch trainiert und gestärkt. Irgendwann kommt sie auch von alleine gut hoch. Ist anstrengend, ne? Aber so ist es gemeint. Ne? Wie gesagt, es tut sich ja noch ein bisschen schwer, aber es ist ganz natürlich. Also ich persönlich muss sagen, ich kenne wenige Frauen, die wirklich jetzt irgendwie 5 perfekte Klimmzüge hinbekommen. Aber ist ja auch ganz normal. Wie gesagt, Frauen setzen beim Training nicht den Fokus auf solche Schultern, auf solche Arme. Bitte. Wenn ich so anpasse, dann. Genau. Ein Teil wäre natürlich auch, sie könnte, wie ich das sagte, schon die Wiederholung oder die Ausführung erleichtern, indem sie den supinierten Griff nimmt, also sprich die Handflächen zu dir, den Arm ja mit einsetzt, das wäre eine Möglichkeit. Und probier es noch einmal. Gerne. So ein Ärger. Kannst ruhig enger. Guck mal, dann kann der Bizeps mehr arbeiten. Ziehst dich hoch. Und langsam runter.
Ja, nicht so viel wackeln. Hintern festmachen statt Beine. Genau. Aber das ist halt eine Möglichkeit. Und eine allerletzte Möglichkeit ist einfach, wenn du dann tatsächlich mal die erste schaffst, das ist vielleicht eine Steigerungsmöglichkeit, wenn du jetzt eine saubere Wiederholung hinbekommst, dann machst du eine Wiederholung und machst vielleicht 20 bis 30 Sekunden Pause und machst nochmal eine. Das heißt, du machst vielleicht 6, 7, 8 Sätze mit jeweils einer Wiederholung, die wirklich technisch perfekt ist. Und dann gewöhnst du deine Muskulatur auch an diese Ausführung, an diese Bewegung. Und dann hast du die ganzen Hilfsmuskeln, die Synergisten der großen Muskeln werden gestärkt, die dich dann auch unterstützen können folgend. Und dementsprechend schaffst du dann irgendwann 2 Wiederholungen und machst davon 6 Sätze. 6 Sätze, 2 Wiederholungen. Ich habe das mit einem PT-Kunden gemacht, der hat mit 2 Wiederholungen angefangen. Und dann haben wir es auch gemacht. 6 Sätze, a 2 Wiederholungen. Und jetzt macht der locker seine 10 Wiederholungen in 3 Sätzen. Ja? Also da gibt es immer Möglichkeiten zu spielen. Wie gesagt, a das Gummiband, b die Negativbewegung und c wäre halt zum Beispiel einfach viele Sätze, wenige Wiederholungen und dann eben das Ganze umdrehen, viele Wiederholungen, wenige Sätze und dann kannst du dich da steigern. Dementsprechend, das war so eine kleine Einführung für Klimmzüge, wie man das erlernen kann. Was natürlich auch immer, muss man sagen, zum Beispiel ein Latzug kann auch nicht schaden, wenn man halt das Rückentraining ein bisschen mehr fokussiert, auch an Geräten oder Maschinen, kann man natürlich auch mit dem Latzug oder mit Ruderbewegung einfach schon mal primär diese Muskulatur stärken, die auch hier zum Einsatz kommt. Aber ich bin auch mal ein Fan davon, wenn man halt eine Übung macht, sollte man auch wirklich mit seinem eigenen Körpergewicht arbeiten und genau das auch dafür vorbereiten und stärken. Ja, das ist eigentlich der optimale Fall. Dementsprechend, Marlene, vielen, vielen Dank. Ja. Auch sie ist bei Instagram am Start, auch zum Instagram-Girl. Nein, schlimm bist du nicht. Nein. Aber schlimm überhaupt nicht. Aber vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und auch fand ich das eigentlich ganz cool von dir, dass du das jetzt nicht perfekt konntest und es trotzdem gemacht hast. Weil das geht vielen so tatsächlich. So, keiner kann das perfekt. Und da nochmal riesen Respekt, dass du gesagt hast, ich mach das trotzdem. Coole Sache. Vielen Dank. Gerne. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Immer voller Einsatz hier bei der Polizei. Deswegen, auch ihr solltet ein bisschen Einsatz zeigen, mal ein bisschen reinschneiden bei den anderen Folgen, die schon liefen. Diese Fälle hier, das müsst ihr einfach sehen. Das gibt's nicht. Das ist schlimm hier.